Falls ihr Bock habt, auch mal bei Streams dabei zu sein, geht in die Beschreibung auf Twitch und lasst da gerne ein Follow da. Und falls ihr Bock habt auf coolen Pokémon-Content, dann schaut gerne mal auf meinem Hauptkanal Pokebazi vorbei. Wir gehen rein. Ich hatte gerade ein bisschen das Gefühl, dass er da unten gerade gespawnt ist. Nachdem wir die neuen Regeln gemacht haben, sieht es ganz gut aus. Wir haben Impagator, Flimsoban, Maxi, das Lepomentas, Ilea, der Tee, Malekking, der Burp, Pauli, der faule Sack und Slim Snooker, der Glitzerne. Giga Drain, Sludge Bomb, Earthquake, Leech Seed, Return Earthquake, Power Punch, Sucker Punch, dem würde ich ehrlich gesagt ganz gerne. Aber jetzt wieder Slack aufgeben. Denn das ist mir aktuell noch ein bisschen lieber als der Sucker Punch. Letzten Dings haben wir Giovanni endgültig besiegt und wir werden heute die 8. Arena machen. Du hast Aquafang, Jawlock, Icefang, Dragon Dance, Ice Beam, Scorchstone. Der braucht wieder eine Psycho-Attacke auf jeden Fall. Hyper Beam einfach, Halleluja. Psy Beam nicht. Sondersensor. Stimmt, warte mal, wir geben dem einfach Pyrokinese. So, Psychic. Wo ist Psychic? Da ist 29. Einmal für den Ice Beam. Haben wir das auch wieder. Ilea hat ganz normal, was sie sonst so hat. Das Ding hat, was es sonst so hat. Und jetzt haben alle wieder das, was sie sonst so haben. So, aber wie gesagt, wir haben Mewtwo quasi besiegt. Wir können es aber erst fangen, wenn wir den letzten Orden, beziehungsweise das Spiel halt wahrscheinlich durch haben und die Azura-Höhle können. Dementsprechend gehen wir doch jetzt einfach mal in die Arena. Level Cap ist 81, habe ich schon nachgeguckt. Und da ist ein anderer Arena-Leiter. Meine Vermutung ist ja, dass es blau ist. Would you like to hear the rules again? Nö. Den kenne ich nicht, glaube ich. Wir gehen einfach mal ganz kurz aufs Level Cap. Moment. So. Das ist im letzten Stream, das ich stellen muss. Ich habe es nicht ganz mitbekommen beim Log. Ganz einfach. Siegfried hat so oft dafür gesorgt, dass wir den Kampf gegen Giovanni verloren haben. Und da es ein Boss-Battle ist und wir gesagt haben, bei jedem Loss wird ein random Pokémon auf der Box gekillt. Und dann wurdest du einfach leider random ausgelost. Und dementsprechend ist sehr viel gestorben. Wir haben nämlich Kev verloren. Wir haben Kevin verloren. Zwei Kevs einfach. Eddie haben wir verloren. Sarah haben wir verloren. Kran haben wir verloren. Simoko haben wir verloren. Nadel haben wir verloren. Dich haben wir verloren. Und Ötzi haben wir verloren. 9 Stück, die wir verloren hatten. War sehr sad. Aber mit wem will ich leaden? Wie schauen die neuen Regeln aus? Prinzipiell einfach, in Boss-Battles, wenn da ein Pokémon stirbt, ist das nicht komplett tot. Wenn wir den kompletten Boss-Battle verlieren, müssen wir ein random ausgelostes Mon aus der Box quasi töten. Und bei der Top 4, wenn wir soweit kommen sollten, ich vermute aber jetzt aber mal, machen wir es dann quasi so, dass ich vor der Top 4 speichere und die Top 4 in einem kompletten Ruck schaffen muss. So, ich darf zwischen den, ob ich zwischen den Dingern heilen darf, überlegen wir uns noch ein bisschen, aber ich denke mal ja. Aber ich muss den kompletten Ruck schaffen, ohne drauf zu gehen. Deswegen, guck mal, aber mit wem liege ich denn? Ich habe keinen Plan, wer das ist tatsächlich. Also, Niklas hat schon gesagt, dass ich weiß, wer das ist, aber ja. Ich glaube, wir liegen mal mit Malekönig einfach und dann gucken wir mal, wer das ist, weil ich habe keinen Plan, was das jetzt, was mich da erwartet. Absolut gar keinen Plan. So, ich speichere einmal in-game. Das wird funny. Ich bin gespannt. Ich habe keinen Plan, was mich erwartet. Wir safe-staten aber nochmal. Und vor allem, warte mal, ich will gleich gucken, nur falls es ein Doppelkampf sein sollte, packen wir Fauli noch mit nach vorne. Wobei, nein, Slim Snooker packen wir mit vorne. Challenger finally arrives. I was about to take a nap. Although I'm a newly appointed gym leader of the Kanto region, I was once a leader in Johto. Wait, ist das einfach Sandra?
Wo ist Dragon Master Bomb? Ah, das ist Sandra. Oh, ich habe den Sprite nicht erkannt. Okay, das ist Sandra. Oder Claire. Aerodactyl. Dann bin ich mit dem Lied. I guess fine, wenn wir schneller sind, was wir nicht sein werden. Rockslide. Okay. Horn ist okay. Rockslide treffen wir. Menschen können wir eh nicht so super. Und jetzt. Das wird wehtun, aber vielleicht tanken wir es. Close one, aber haben wir. Der Boy ist weg. Du bist doch Safe Weakness Policy Multischuppe. Okay. Das Ding ist Safe Weakness Policy Multischuppe. Bisschen Multischuppe anknacksen finde ich gerade sehr gut. Haben wir noch die Eisattacke drauf? Ich glaube nicht mehr, ne? Die haben wir runtergepackt. Doch, wir haben den Eisfang drauf. Das heißt, wir gehen es da rein. Und wir Dragon Dancen. Wir sind es auch schneller. Dragon Dance doch jetzt selber einmal. Er Dragon Dance selber. Jetzt müssen wir nur, wir können uns leider nicht ewig hochboosten, weil sonst killt er uns jetzt. Deswegen Eisfang. E-Speed. Wird ein bisschen wehtun, aber können wir noch tanken. Das kriegen wir hin. Sollte ein bisschen weniger als die Hälfte machen, ne? Ja. So, und auf plus 1, ich denke, das sollte killen. Ja. Crit sogar. Okay, der sollte nicht gemeldet haben. Was, Driver? Stimmt, wir haben keine Wette. Ah, sad. Wette wieder vergessen. Und ich habe die Dings nicht mal an. Was ist ein Magierna? Warte mal, wir machen erstmal auch ganz kurz Stream-Avatars an. Das habe ich auch vergessen. Weißt du, das streamst du wieder 2-3 Tage nicht, ne? Zack, bist du durch. So, wir müssen jetzt erstmal kurz warten, bis Team sich verbindet. Währenddessen lege ich mein Handy mal ganz kurz. Keine Nachricht drauf, ist sehr gut. Auf meine Ladestation, damit das nachher voll ist, wenn ich losgehe. Okay, wir machen mal weiter, während es läuft, damit wir jetzt nicht ewig warten. So, wir gehen auf Aquafang. Wollte über die Hälfte machen. Nicht mal Flirr kennen. Okay. Das Ding ist weg. Das heißt, sie hat nicht nur Drachen. Aber das Ding kriegt durch Soul Heart wieder auf +1. Das heißt, das ist jetzt auf -1. White Herb. Oh, Leftovers. Dann nutze ich die Chance und gehe in Maxi. Und werde einmal Core minden. Shift Gear. Gehen nochmal auf den Core Mind, weil das sollten wir tanken können. Das macht nicht viel Schaden jetzt. Nö. Gar nicht. Du kannst dich ruhig heilen. Das ist komplett okay. Ich gehe einmal auf Shore bei. Okay, nee. Die bleibt sogar drin. Wow. Überraschend. Okay, Steam will gerade einfach nicht connecten. Dann schließen wir Steam nochmal. Machen es nochmal neu auf. So, wir kommen einen weiter. Oh, macht jetzt alles keinen Schaden mehr. Irgendwann kommt ein Crit, ich sehe es kommen. Aber ehrlich gesagt, Flash Cannon macht auch nichts mehr. Und das letzte Mal. So, jetzt Shore-Upen wir nochmal. Und Scorching Sands. So, macht nichts. Und das Ding ist jetzt auf jeden Fall tot.
Wir haben jetzt ein plus 6 Lepomentas. Wenn das jetzt irgendein spezielles Seedraking ist und nicht gerade physisch mit Waterfall ist oder so, dann sollten wir das relativ gut nehmen. Können wir bitte schneller sein? Er safe Scarf. Safe Scarf. Das ist so eine Drecksfähigkeit. Ich hasse es. Ich hasse diese Drecksfähigkeit. Und die Drecksattacke vor allem, ne? Giga Drain. Oh, Withdrewed. Das ist ein Lagernadel. Vertreib. Dann gehen wir auf Earthquake. Da kommt ein Draco. Werden wir es tanken? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, das Ding ist jetzt auch wieder auf minus 1. Was für mich aber heißt, ich kann mich jetzt mit Elea boosten. It's time to smash. Und zwar die Shell. So, dann sollten wir schneller als das Ding sein. So, wir sind Normal Type und ich werde jetzt auf Giga Drain gehen, weil wir sollten eigentlich schneller jetzt sein. Und ich werde auf den Giga Drain gehen. Weil ich glaube, das ist ein Shadow. Stimmt, wir sind sogar White Type, stimmt. Weil jetzt sind wir im Pflanzentype, das heißt, Fisches Rand wird nicht mehr so viel Schaden machen. Fisches Rand. Das soll jetzt nicht mehr so viel machen. Nope. Und wir gehen einmal nochmal auf Strength Step. Einfach weil ich so voll sein will wie möglich. Und auch so ein Satz, den Deutscher sagt, wenn es um Bier geht. Aber das Ding macht nochmal weniger Schaden. Und ich nehme nochmal weniger. Einmal machen wir noch und dann killen wir mit dem Giga Drain. Und es immer noch schön, dass Golkin im Fisches Rand lernt. Macht den zu einem akzeptablen Regensweeper. Tatsächlich ja. For free. Nochmal ein bisschen hochheilen. Yes! Weil das Ding ist jetzt, killt ein Shadow Ball aus der Range. Sehr gut. Da kommt wieder Drake Kubisch, aber das ist vollkommen fein. Und wir gehen jetzt nochmal auf den Giga Drain, heilen uns damit nochmal ein bisschen hoch. KI und ich mit Protein Car, komm, name a more iconic Duo. Das ist schon ein gutes Duo, ne? Hydra King, Duraludon ist das stärkste Mon, okay. Das ist natürlich ein Giga Duraludon. Aber wir gehen auf den Shadow Ball. Da ist der Feuerentzünder auf einmal zum Hochhaus geworden. Wird nicht killen wahrscheinlich. Nein, Steel Beam. Aber das killt dich jetzt. Oh nein, das hat einfach keinen Recall. Okay, aber nee. First try. Easy going. Wer ist Sandra? Easy going. Dragon Pulse, okay. Jetzt können wir, wenn wir ein Minikro hätten, das endlich zum Dings machen. Und Duraludonit. So viele Beast Balls. I can teach a Draco Media. Okay, wir haben einen Dragon Type dabei. Ne, ich glaube nicht. Tai Chi 47 haut Nuggets im Wert von 15 Euro raus. Ich denke, es ist mal wieder an der Zeit, eine Kleinigkeit dazulassen. BTW, reife Leistung bei den Käfern. Dankeschön, Tai Chi, für die 15 Euro. Super lieb von dir. Und T2KX, dankeschön auch für dein Follow. Sehr lieb von euch. Bad Bad Company, die macht alles im Rico weg. Ah, Damage und Drops. Das ist natürlich dann strong, ne? So, aber ich würde fast sagen, ganz ehrlich, dass wir jetzt vor der Liga nochmal unser Team zusammenbauen. Was ist Level Cap?
82. Das ist wahrscheinlich dann der Kampf gegen Liam jetzt nochmal, den wir kriegen. Dann werden wir uns jetzt einmal aufmachen zur Pokémon-Liga. Okay. Strong enough to support her. Roaming Legends have appeared. They are quite powerful monsters, although they may be difficult to catch. That's all from me. Good luck. Okay. Wir wollen vor allem nicht Leta King in der Arena. Backup. Alles fürs Backup. Aber wir werden unser Team nochmal anpassen, bevor wir in die Liga gehen. Und das werden wir dann voll auf die Top 4 auslegen. Beziehungsweise mit allem, was ich halt weiß. Aber let's go. Liam nochmal dance ein bisschen. Staraptor. Intimidate. Das finde ich tatsächlich ziemlich uncool. Aber wir flinchen nicht jetzt einmal. Oh wow, das hätte ich mal. Okay, jetzt wird's killen, aber falls wir das überhaupt tanken, ich glaube weniger. Nee. Aber Inner's Out macht den Rest. Da war der Cheerleader. Nee, der hat einfach nur gechillt. Jetzt gehen wir mal zum Snooker rein. Ich hätte in der Nuzlocke mehr Angst vor Reckless, wobei es bei den Bossregeln wohl so okay ist. Kartana hat der Boy. Komm, mein Fire-Type ist weg. Finde ich ziemlich scheiße. I guess EQ. Kann halt nichts reinwechseln, das ist ein fucking Kartana. So ein bisschen Schaden. Ja, zeig mal, wie man mit Kartana Kills holt. Ich hasse dich. Ja, du kriegst jetzt ein Plus 1. Durch Beast Boost, ja. I guess ich muss ein bisschen auf Elea gerade hoffen. Okay, geht weiter auf Exeter. Ist er gechoiced? Shadow Ball soll das, killt das Ding auch so oder so. Die war ja. Gehen einmal auf Strength Step. Einfach um ein bisschen zu schwächen und wieder voll zu werden. Plasma Fäuste. Oh, warum hat er das eigentlich nicht in echt? Gut, das war nicht sehr effektiv. Halleluja. Shadow Ball. Ja, Ivaya ist auch weg. Elea ist halt fucking strong, muss man sagen. Gehen nochmal auf den Shadow Ball. Der hat einen X, okay. Das klappt nicht, Dragon Claw. Sadlife. Wir gehen einmal einen Film so waren. Wir werden Dragon Dancen. Okay, Dragon Claw. Das sollten wir einmal tanken. Aber war das nicht bei der Ticker auch so, dass es da eine besondere Form gibt? Ja, die hat so einen Sticker, glaube ich, unten, wenn ich mich gerade nicht komplett täusche. So, Glurak ist weg. Hatterene. Psychic, das wird leider killen. Aber wir können in Fauli gehen. Return, das Ding ist weg und ist das letzte Mon. Was hat er noch? Barbarical. Der EQ. Elea ist stark, aber auch Elea wird direkt besiegt, bin ich der Einzige, der sowas ich finde. Delia ist strong, okay? Das Ding ist leider auch. Hat es einen White-Hop? Jetzt hätte ich gern Sucker. Hängt mir eine plus 2 Liquidation? Wahrscheinlich mit Tough Claws? Nee, ne? Oh, doch, wow! Das haben wir besser genommen, als ich gedacht hätte. Also, das haben wir viel zu gut genommen. Ich weiß, dass Leta King halt bulky as fuck ist, aber das war plus 2 wahrscheinlich Tough Claws Barbarical. So, was ist denn das Level Cap jetzt? Ist immer noch 82. Okay, ich bin gespannt, ob da noch was kommt. Wir packen auf jeden Fall mal Fauli nach vorne. Das war ein Barbarical. Ja, leck mich doch. Das klingt ähnlich, okay. Oh, warte mal, da können wir uns noch einen Megastein holen. Sherox Need.
Elf und Level 60. Die Musik, Mann. Das ist mein Jam, Mann. Moin, OBM. Was hältst du von einer nicht abgeschwächten Nuzlocke? OBM, hab dich gern. Halt's Maul. Wir haben schon die Regeln festgemacht. Also noch nicht komplett, aber die... Warte mal, ich krieg hier auf jeden Fall auch nochmal einen Encounter potenziell. Hab ich das an? Disabled. Wie kam gerade ein Elfhuhn? Wir kriegen auf jeden Fall auf der Route nochmal einen Encounter. Ein Venuflides. Yippie. Ist das nicht eine Randomizer-Nuzlocke? Sorry, aber bin heute zum ersten Mal hier. Ja, erstmal hi. Und es ist eine Randomizer-Nuzlocke. Aber wir haben andere, ein bisschen andere Nuzlocke-Regeln, weil es ist mein siebter Versuch und ich langsam keine Lust mehr auf Radical Red habe. Möchte jemand... Wobei, wir machen das wieder richtig. Create ein Giveaway einmal ganz kurz. So, ihr könnt einmal Hashtag Namen in den Chat reinschreiben und wenn ihr gewählt werdet, dürft ihr euch einen Namen für dieses Harwine raussuchen. Schau mal auf seine Karte bzw. bei Fliegen. Mach ich gleich. Sagst du keine Revival-Items? Das können wir gleich machen. Also wir werden es auf jeden Fall einmal im Durchmarsch machen müssen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Lorelei, Bruno und Agathe besiege, ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass die vier trotzdem geblieben sind, und dann bei Siegfried verliere, muss ich halt wieder komplett von vorne gegen Lorelei anfangen. Und ich bin am Überlegen, ob wir keine Revival-Items machen, sodass ich nach dem Kampf nur die Pokémon heilen kann oder darf, die noch am Leben sind. Weil dann hast du für mich die Pokémon tot sind, wenn es geändert wurde, dann ist alles klar. Ja, wir haben, wie gesagt, wir sind im siebten Versuch, wir haben das ein bisschen geändert. Wenn ich, ich darf Monster in diesen Boss-Battles, wo man nicht heilen kann, sterben, die bleiben quasi also am Leben. Aber ich muss dann random Mon von der Box killen. Daris, ich hoffe, das ist kein Spoiler. Die heilen dich alle nach dem Kampf, wenn du willst. Müsstest also immer Nein sagen. Okay, dann machen wir das Nein und kaufen uns einfach genug Heil-Items für uns. Wir drawen einmal und OBM darf das Ding benennen. Wie sollen wir es nennen? Spielst du das Postgame auch? Das weiß ich noch nicht. Ich vermute mal eher weniger. So, hau was raus, OBM. Howie. War hier normalerweise mal ein Item noch? Ja, die Beere auf dem Boden. Aber hier war auf jeden Fall, glaube ich, in dem Originalspiel noch eins. Oh, ich hätte ein Zweilus haben können. Dementsprechend ein Hydreigon. Giga Snorlax, auch nice. Full Restore nehmen wir auch. Und hier war das, glaube ich, früher mal. Aber es ist auch nicht mehr, weil der Stein da ist. Okay. So. Okay, wer kommt? Oh, du willst nicht auch nochmal battlen, oder? Insektion. Ein Archer. Er will battlen. Ah, Map, ja stimmt, sorry, gleich. Ich liebe mein Vergangenheits-Ich. Sie hat gestern schon gekocht und ich muss es nur warm machen. Mehr Zeit für den Stream. Wunderbar. Du hast einen Deoxys. Ja, fick dich doch. Komm schon. Fucking Deoxys. Ja, du hast Superpower. Natürlich hast du Superpower. Komm schon. Stecki, Stecki, by the way, danke für dein Follow. Es wird gerade noch nicht angezeigt. Und wir tanken es immerhin, Gott sei Dank. Dann hätte ich mich eher, ehrlich gesagt, geheilt. Auf was ehrlich bezogen? Das mit den Regeln? Essisch. So, das heißt, wir werden jetzt einmal in Maxi gehen. So, du wirst jetzt wahrscheinlich auf irgendwas anderes gehen. Du hast wahrscheinlich einen Ice Punch. Ice Beam, aber... Das macht genug Schaden, dass es mich killt. Das Call-Mine natürlich kacke.
Okay. Tschüss, Maxi, war schön mit dir. So. Eins tanke ich auf jeden Fall. Und King Danny, danke schön auch für dein Follow. Dings spackt gerade nur ein bisschen rum. Wir gehen auf Shell Smash. Oh, er wechselt auch sehr gut. Einfach Galazapdos. Aber das ist gut, dann geht das Ding jetzt auf eine Kampfattacke, wenn ich ein Normal-Type bin. Der hat sich wirklich aus jeder Region bedient, kann das sein? Gehen auf Shadow Ball. So, jetzt geh bitte auf Close Combat. Warum Brave werdest du, Bruder? Ich war ein Normal-Type. Knapp, Elea. Knapp. Ah, wir gehen ins Sim-Snooker und hoffen, dass da jetzt irgendwas kommt, was wir tanken können. Ah, ist wieder Deoxys. Tanken wir einen Ice-Beam? Komm schon. Du tankst den, Bruder. Das Shiny war ein zweites Carpado, was du bei dem Typ vom Mondberg kaufen konntest. Und moin Cola Cat. Geh auf den Flare Blitz und hoff, dass wir die Psychic tanken. Warum hast du einen Deoxys? Das Schöne ist, ich überlebe den Flare Blitz wenigstens. Okay, jetzt wird's auch angezeigt. Digi, willst du mich verarschen? Fucking Lando. Immerhin war es kein T. Rock Slide. Okay, wir gehen jetzt in Fauli. Und Slack offen einmal. Er hat eine Aurasphäre. Bruder, du hast keine Aurasphäre. Das kannst du eigentlich gar nicht. Wie denn's? Earth Power, tank das. Auch wenn das Ding Sheer Force Life Orb ist, du tankst das für den Sovan. Du bist ein King. Das ist mein Junge. So. So, Aqua Fang in dein Gesicht. Mein Doppelkampf war voll scheiße und jetzt kann er auf einmal richtige Attacken auswählen. True. Mega dich jetzt. Und lass mich schneller sein. Lass mich jetzt bitte schneller sein. Ja, dann müssen wir jetzt wohl ein Pokémon, wir schreiben es mal auf, Guys. Wir schreiben es auf. Ich gehe eben mit dem Team nochmal vor. Wir merken uns, ein Pokémon auf der Box muss gekillt werden. Power Punch kann weg und wir geben ihm Sucker Punch, damit wir gleich besser gegen dieses Dings dastehen. Mal wieder ganz kurz anmachen. Dann ein neuer Versuch. Wobei ich merke gerade, ich kann auch potenziell ein bisschen gegen Slack offen. Oh, warte mal, da ist noch eine Beere, die nehmen wir mit. Eine Lepperberry. Das ist, glaube ich, die für einen Attack Boost. Oh mein Gott, ein Surfetch gab es hier. So, Brandon. Ja, komm, laber nicht. Pumpst dich jetzt weg hier.
So, auf die erste Superpower gehen wir erstmal auf den Slack-Off. Ja. So, das macht jetzt ein bisschen weniger, ein bisschen mehr als die Hälfte. Sehr viel sogar. So, dann gehen wir nochmal auf den Slack. Psychic macht wie viele? 274. Okay, nein, da können wir nicht gegenhalten. Wir werden jetzt einmal return. Und Sucker punchen. E-Speed. Okay, Maxi tankt das aber. Das haben wir vorher schon gesehen, Maxi kann einen tanken. So, immerhin der da weg. So, das Ding ist, ich komme leider nicht an zwei Boosts mit Impagator ran. Das heißt, ich brauche potenzielle Lea. Das heißt, wir gehen jetzt einmal boosten. Weil wir sind langsamer. Aquafang, ja, weg. Gehen einmal auf den Eisfang. Wird wahrscheinlich nicht killen. Sogar. Wow. Hält der Recoil? Reicht es? Ich glaube nicht. Der wird ganz knapp überleben, oder? Malekith sollte schneller sein. Er hat einen Handheld mit Intimidate. Ekelhafter. Burn, burn, burn. Das war kein Burn. Headlong Rush. Und zwar auf minus 1. Trotzdem Schaden. Liquidation. Eigentlich war das gar nicht gut. Ich hätte ihn als Out gerade echt nicht gern gehabt, weil ich will mich eigentlich mit Dings boosten. Wir gehen ins Slim Snooker, weil da kommt jetzt Safe Call. Lando. Ah, ne, das andere. Zapdos, genau. Das angeschlagene. Ja, wir werden einfach Starch bomben. Der killt mich jetzt eh mit Brave Bird. Ja. Haben wir nur noch Elea. Sceptile. Curse Smash. Den Ghost Type. Komm schon. SD. So, ich bin Normal Type. Hoffentlich hat er irgendeine Kampfattacke. Oder es killt einfach. Ja, nehme ich auch. Und Chirachi ist das letzte und da killt auf jeden Fall ein Shadow. Es ist Scarf Chirachi und es war schneller als ich. Und es hat mich nicht geflincht. Halleluja. Destiny Note. So. Und jetzt gucken wir einmal, wenn wir fliegen, was wir noch machen sollen. Oh. Fancy. Da können wir ja nochmal gucken, ob wir da nochmal versuchen, später was zu fangen, wenn wir durch sind. Und vor mir ist Meloetta gerade. Wait a minute. Route 23 ist Meloetta. Mortipod kann richtig reinbumsen, dem fehlt halt nur der Movepool.
Nee, Lava auf 34. Mit Schutz kommt das Safe. Wait, war das dann das Elfhuhn auf 60? Jo. Wollen wir mal kurz gucken, weil die werden ja wahrscheinlich... Da haben wir jetzt noch jemanden. Ja, hier haben wir ein paar. Eins davon ist ein Zubiris. Ne, will ich auch nicht. Ein Zubiris-Need wäre an sich ganz nett. Surfetch ist auch eins davon. Will ich auch nicht unbedingt, ne? Das ist sogar jetzt wirklich Boreos. Was ist Boreos? Auch nicht so ein krasses. Ja, das ist alles auf Level 60 ist Roaming. Electro Dark, ja, aber sehe ich auch nicht so ganz. Ich will irgendwas richtig krasses, ehrlich gesagt. Okay, Entei ist Zubiris. Entei ist auf jeden Fall Zubiris. Haben wir hier gerade irgendeinen? Sieht nicht so aus. Nee, da ist wieder Meloetta, das will ich nicht. Und nur noch ein Versuch. Von einem Mann, komm schon, dann gehen wir weiter. An sich ist es eine Nuzlocke-Cat, ja. Okay, jetzt ist Lando hier. Panivana ist Lando. Nee. Haben wir hier gerade noch jemanden? Nee. Wenn da irgendein cooles Mon bei wäre, ne? Das wäre strong. Nein, wir kriegen nochmal einen Encounter. Da hat man Rasoff gehört. Hier ist gerade nichts, ne? Wir kriegen nochmal einen Encounter und zwar in der Siegestraße, aber trotzdem. So, Victory Road kriegen wir nochmal ein. Wen haben wir vorne? Pauli ist vorne. Mit Zackerns Fähigkeit wäre was. Vielleicht. Oh, Koffing einfach. Will jemand Smogmog haben? Dann kann er oder sie jetzt am Hashtag Namen in den Chat reinschreiben und sich dann einen Namen dafür ausdenken. Kurva United hat gewonnen. Wie sollen wir es nennen? Du darfst den Namen ausdenken. Wie sollen wir es nennen?
Und dann gehen wir fix durch die Höhle durch. Fatih. So, das heißt, jetzt können wir das Repel einmal anmachen. Level Cap können wir später gucken. Wir gehen hier jetzt einmal recht fix durch. Ich werde auch tatsächlich die... Achso, stimmt, ich kann ja einfach. Ich werde auch die meisten Trainer tatsächlich, glaube ich, einfach auslassen. Machen alle mal auf 83 in der Hoffnung, dass das die wilden Pokémon ein bisschen abhängt. Oder abhält. Wait, gibt's hier gar keine Trainer? Weil hier stand doch immer eine Trainerin. Dragonclaw und das andere ist ein Sonderbonbon auf jeden Fall. Ach, die ist... Ah, die wurden unvermeidbar gemacht. Ich verstehe schon. Moin, Spikey. Oh nein, bitte nicht. Du hast nicht Skilling, oder? Oh, Gott sei Dank. Da habe ich kurz Angst bekommen. Wir gehen einmal an Maxi. Dann tut jetzt ein bisschen weh. Bruxish. Gehen wir an Slim Snooker. Giga Drain. Ja, was hast du für Pokémon? Drain oben drauf. Digi, was soll denn das? Ha, easy outplayed. Weg von Metall. Halleluja. Das ist gut finden, wenn in Pokémon Games alle Rionen sein würden. Wäre auf jeden Fall interesting. Also muss man ja sagen. Wär spannend. Den Malekönig. Skullfrog. Da kommt ein Mudsdale. Stamina. Uncool. Uncool. Okay, wir kommen nicht so easy durch, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Toxic. Was? Er geht jetzt zurück, oder? Klingt ganz ekelhafter. Okay, okay, das wird so eine Art. Oh, Rocky. Oh, Malekith. Died. Das sagt. Pokémon Unite ausprobiert? Nee, aber mich interessieren MOBAs auch nicht wirklich. Ja, damit ist Malekith weg. Und warum holst du jetzt so ein Ding hier rein? Oh, Crit! Dein Arsch! Oh, es ist kein... Okay, okay, ich kann keine Items einsetzen. Es ist... Okay, es ist nicht wirklich tot. Okay, dann weiß ich Bescheid. Halleluja. Ich kann keine Items einsetzen, dementsprechend ist Malekith nicht wirklich tot. Auch Sphäre, warum ist der so fucking schnell? Und ein einfaches haben wir noch, Scorching Sense. Sind die Kämpfe alle so, dass man keine Items einsetzen kann? Das würde mich auch interessieren. Aber Discharge tut weh. Die sollten schneller sein. Ja, okay.